Ja, ich gebe zu, im Studium habe ich davon noch nie gehört. Auch in der Facharztausbildung war das kein Thema. Und jetzt ist es bei Menstruationsbeschwerden oder Zyklusstörungen das Erste, was man auch thematisieren sollte. Lasst uns mal über die Histaminunverträglichkeit sprechen. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe schaffen. Ich helfe dir mit meinem Fachwissen, damit du dir selbst helfen kannst. Und du möchtest gerne Danke sagen. Alles, was du dafür tun musst, ist ein kleines Abo dalassen. Histamin müssen wir, glaube ich, erstmal aufdröseln. Kann sein, dass du davon schon mal gehört hast. Kommt immer mehr, auch medial, aber die wenigsten wissen so im Detail, was Histamin eigentlich ist. Histamin ist ein biogenes Amin, damit wirst du genauso wenig anfangen können. Lass es mich anders formulieren, es ist wie eine Art Gewebshormon. Es wird von Zellen ausgeschüttet und dieses Histamin hat dann einen gewissen Effekt auf den Körper. Histamin braucht immer als Schlüssel ein Schlüsselloch, einen Rezeptor. Und da gibt es verschiedene Arten, die auch verschiedene Funktionen haben. Es gibt einen Histamin 1, 2, 3 und 4 Rezeptor, von dem wir heutzutage wissen. Und alle haben ein bisschen eine andere Funktion. Wichtiger Punkt. Funktionen, die enorm wichtig für unseren Körper sind. Du wirst auch schon mal in Kontakt getreten sein mit einer Histaminausschüttung, wenn du zum Beispiel in eine Brennnessel gepackt hast oder wenn dich eine Wespe sticht. Diese Rötung und diese Schwellung, die da passiert, das ist nichts anderes als eine große Reaktion, wo Histamin beteiligt ist. Damit wir nicht ständig aussehen wie ein Hummer, der aufgequollen ist, muss natürlich Histamin auch wieder abgebaut werden von unserem Körper. Und das ist später noch wichtig, deswegen erzähle ich es jetzt so im Detail. Und da gibt es im Prinzip zwei Wege über zwei Enzyme. Es gibt den Weg über die Histamin-N-Methyltransferase, eine Methylierung, eine chemische Reaktion, was das Histamin dann ausschwemmbar macht von unserem Körper. Und es gibt einen oxidativen Prozess durch eine sogenannte Diaminoxidase, auch DAO abgekürzt. Sagen wir mal, dieser Abbau ist jetzt irgendwie beeinträchtigt, zum Beispiel durch Alkohol, beeinträchtigt beide Enzyme und damit beide Abbauwege, dann kann man sich auch vorstellen, ist das nicht gut auf lange Zeit für den Körper. Entzündungsprozesse finden statt und es kann sogar zu einer Intoxikation, also einer Vergiftung mit und wegen Histamin kommen. Der Körper bildet also sein eigenes Histamin für eigene Prozesse. Es gibt aber auch Histamin, was wir über Lebensmittel zu uns nehmen, sogenanntes exogenes Histamin. Und da gibt es Lebensmittel, die wirklich sehr viel von diesem Histamin enthalten und entsprechend auch Reaktionen in unserem Körper machen können. Und jetzt gibt es Menschen, die dieses Histamin besser vertragen, nichts merken. Und es gibt Menschen, die Histamin sehr schlecht bis gar nicht vertragen. Und die haben massivste Probleme und wissen es zum Teil gar nicht, dass das vielleicht der Parmesan am Vorabend, das Gläschen Rotwein oder das eingelegte Sauerkraut gewesen sein können. Wenn du also am nächsten Tag aufwachst und hast wahnsinnige Magen-Darm-Probleme, fühlst dich aufgebläht, hast Kopfschmerzen, hast gerötete Stellen, Flecken am ganzen Körper oder auch das ganze Gesicht ist gerötet. Du hast Schwindel, Herzrasen oder auch Blutdruckprobleme. All das können Symptome Beschwerden sein, die durch das Histamin ausgelöst worden sind. Und neben diesen körperlichen Symptomen und Beschwerden hat Histamin nachgewiesenerweise extreme Auswirkungen auf das ganze Hormonsystem der Frau. Starke Menstruationsbeschwerden, aufgebläht sein, Angstzustände, Schlafstörungen, PMS, PMDS, Gewichtsprobleme, Müdigkeit, soll ich noch weitermachen? All das kann Histamin machen und all das liegt daran, dass es Auswirkungen auf den Zyklus hat. Aber fangen wir das mal vorne an mit dem ersten Hormon, was beeinflusst wird durch das Histamin. Östrogen wird dir was sagen, das weibliche Geschlechtshormon schlechthin. Östrogen führt dazu, dass Histamin freigesetzt wird aus den Mastzellen. Diese Mastzellen enthalten also ganz viel von diesem Histamin und Östrogen kommt an, dockt da dran und Mastzellen geben ihr Histamin frei. Wir haben jetzt also einen direkten Östrogeneffekt auf die Histaminausschüttung. Aufgepasst, es geht nämlich noch weiter. Östrogen schwächt nachgewiesenerweise auch noch das Enzym DAO. Haben wir im Hinterkopf, stimmt, baut ja eigentlich Histamin ab. Wir haben jetzt also zwei Effekte, dass Histamin im Körper leider ansteigt. Und das alles, weil Östrogen da ist. Jetzt wird es noch wilder, denn Histamin stimuliert am Eierstock über seinen H1-Rezeptor die Östrogenproduktion. Denn es fährt ein Enzym hoch, die sogenannte Aromatase, die ihr hier schon auf dem Kanal tausendmal gehört habt, die ja aus Testosteron Östrogen macht. Histamin sorgt also selbst dafür, dass mehr Östrogen freigesetzt wird. Und mehr Östrogen, das hatten wir ja eben, führt dazu, dass mehr Histamin freigesetzt wird.
Merkt ihr was? Es entsteht hier ein fieser Teufelskreis. Dann gibt es ja noch das gute alte Progesteron, das Gelbkörperhormon der Frau. Und das ist, wie ich auch schon oft erwähnt habe, ja so ein bisschen der Gegenspieler zum Östrogen. Und es ist auch tatsächlich eine Art Antihistamin. Progesteron hemmt tatsächlich an diesen Mastzellen, die wir eben hatten, die Ausschüttung von Histamin. Diese Balance zu haben zwischen Östrogen und Progesteron ist also wirklich ganz, ganz wichtig. Das Problem ist nur, und das werden viele Frauen auch am Ende des Zyklus kennen, da schmiert das Progesteron ja ganz schön ab. Und wenn es wirklich sehr abschmiert oder ihr zu viel Östrogen habt aufgrund eines Ungleichgewichtes, entsteht die sogenannte Östrogendominanz. Und wenn wir erstmal in der Östrogendominanz stecken, beziehungsweise ihr, haben wir natürlich das Problem, dieser Teufelskreis kommt zustande und wir kommen da nicht mehr alleine raus, außer wir gucken hier Videos und wissen, das könnte mit dem Histamin zusammenhängen und stellen deswegen die Ernährung ein Stück weit um. Aber dazu kommen wir gleich noch. In der Schwangerschaft übrigens haben Frauen weniger mit dieser Histaminunverträglichkeit zu tun, weil das DAO-Enzym hochgekurbelt wird. Und wir wissen ja, Progesteron, Progestare für die Schwangerschaft ist ja das Schwangerschaftshormon schlechthin. Wir haben also sehr viel von diesem Progesteron und diese DAO, das Enzym, ist um das Fünffache erhöht in der Schwangerschaft. Deswegen geht es einem in der Schwangerschaft meistens auch recht gut. Die Diagnostik. Welchen Test muss ich denn jetzt bitte machen, damit ich rausbekomme, ob ich eine Histaminunverträglichkeit oder sogar eine Intoleranz habe? Und das ist jetzt sehr ernüchternd, auch für alle Online-Anbieter, die tolle Tests anbieten. So eine richtig evidenzbasierte Diagnostik gibt es nicht. Und all diese Tests, die du vielleicht mal gehört hast, die sind einfach nicht valide. Zum Beispiel die DAO-Messung im Blutserum, die ist einfach überhaupt nicht aussagekräftig. Man hat nämlich gesehen, dass die Werte zwischen Gesunden und Betroffenen ziemlich gleich sind. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Hier dreht es sich ja vor allen Dingen um das exogen zugeführte Histamin, also das, was ich futtere. Da schwanken natürlich auch die Histamingehälter in einem Stückchen Parmesan von der Firma XY zu der anderen Firma. Da haben wir also auch schon mal ein Problem grundsätzlich, wie viel Histamin ist denn in 50 Gramm Parmesan drin oder in dem Rotwein. Und dann gibt es einen Histamin-Pricktest, dass man sagt, okay, wie beim allergischen Test macht man Histamin, prickt das quasi in die Haut, liest es dann nach einer gewissen Zeit ab und schaut, wie schwach diese Pusteln und Rötungen dann geworden sind. Und bei den Leuten, bei denen es noch sehr intensiv ist, da geht man davon aus, dass die eine Histaminabbaustörung haben. Da haben wir aber auch nicht die Frage geklärt, wie ist das, wenn ich Histamin esse? Da passiert ja auch noch sehr viel im Magen und im Darmtrakt. Hier drücke ich mir das direkt auf die Haut, wo natürlich auch viele Mastzellen sitzen. Aber wie ist die Passage durch den Körper und wie wäre dann der Abbau? Die Enzymaktivität messen im Darm zum Beispiel, im Stuhl von DAO oder HNMT, ja, gute Idee, aber es gibt noch überhaupt keine validen, aussagekräftigen Daten dazu. Also machen wir es kurz. Es gibt keine objektiven Parameter, die diagnostizieren können. Histaminunverträglichkeit oder Intoleranz, ja, nein. Die gibt es einfach noch nicht. Das Einzige, was wirklich valide ist und zählt, ist deine Geschichte, das Ernährungstagebuch. Und dazu gehört natürlich auch eine gute Ernährungsberatung. Man muss also sehr gut tracken. Wann habe ich welche Symptome? Was habe ich gegessen? Und da muss man natürlich sehr genau hingucken. Und das ist ein bisschen Aufwand. Natürlich ist es leichter, eine kleine Nadel im Arm zu bekommen, Blut abzunehmen und zu gucken, ja, nein. Aber bei der Histaminunverträglichkeit ist es leider ein bisschen komplizierter. Das Einzige, was funktionieren würde, was aber einfach nicht praxistauglich ist, ist eine ganz genau titrierte orale Zufuhr von Histamin. Patient A, Patient B bekommt halt eine gewisse Menge Histamin, 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 Histamin. Und man guckt, wann Symptome kommen. Und kann dann feststellen, okay, jetzt wissen wir ganz genau, wie viel Milligramm Histamin zu der und der Reaktion geführt haben. Dieser Mensch hat wahrscheinlich eine Unverträglichkeit oder sogar eine Intoleranz. Aber zeig mir mal die Hausarztpraxis, die sowas stundenlang machen kann. Gibt es einfach nicht, es gibt auch nichts, was abrechenbar ist, also ist das noch keine praktische Anwendung. Und damit kommen wir übergangslos von einer ziemlich frustranen Diagnostik zur Therapie. Und ihr werdet euch jetzt schon denken, schlau wie ihr seid, dass die Therapie auch was mit der Ernährung zu tun hat. Und da gibt es eine Leitlinie und die sagt, man macht eine Ernährungsumstellung. Die ist dreistufig. Man hat also ein gewisses Schema F, was ich euch hier gerne mal einblende, dass man sagt, so und so viele Wochen mache ich dies und dann mache ich so und so viele Wochen das und so titriere ich mich langsam an meinen Wohlfühlbereich, was Histamin angeht, heran. Und das ist auch tatsächlich, was wir bei Zyklusstörungen, PCO, Endometriose, starken Regelschmerzen oder PMS ansprechen, dass man wochenweise guckt,
was habe ich gegessen, was hat bei mir welche Symptome und wann vor allen Dingen gemacht und das zu reduzieren. Also eine histaminarme Kost, das heißt nicht, dass ihr histaminfrei werden müsst. Es gibt Patientinnen, die müssen das, weil sie wirklich eine absolute Intoleranz haben. Aber hier geht es wirklich darum, das zu titrieren, ganz individuell. Ist das Stückchen Parmesan von Hersteller XY am Zyklustag 20 schon zu viel und ich kriege schlimm PMS? Ist das Gläschen Rotwein vielleicht dann doch blöd gewesen und ich steige lieber um auf Wasser? Oder gibt es ein Stück Schokolade, was ich überhaupt nicht vertrage, weil der Histamingehalt hoch ist? Was ihr also tun müsst, ist erstmal euch informieren, wo ist wie viel Histamin drin? Und da gibt es natürlich im Internet noch und nöcher Informationsquellen. Dann müsst ihr gucken, was habe ich wann gegessen und welche Beschwerden machen es. Ein Zyklustagebuch zu führen ist also absolutes Must. Dritte Stufe ist dann natürlich, ich stelle das Ganze ein bisschen um. Ich versuche das und das zu reduzieren, vor allen Dingen in der zweiten Zyklusphase. Und dann gebt ihr euch 4 bis 6 Wochen Zeit und dann merkt man sofort einen Unterschied. Und das ist wirklich immer mindblowing, wenn Patientinnen zurückkommen nach einer gewissen Zeit und sagen, ich habe dies und ich habe das weggelassen. Das muss noch nicht mal alles sein, sondern spezielle Sachen. Und mir geht's viel besser. Es ist nicht weg, aber es geht mir schon viel besser. Der Blähbauch ist kein Blähbauch mehr. Der ist normal. Meine Menstruationsprobleme sind reduziert. Ich fühle mich jetzt schon eine Ecke besser. Und tut mir einen Gefallen, setzt euch mit der Östrogendominanz auseinander. Schaut euch dieses Video hier an. Und wenn ihr Zyklusstörungen habt, schaut euch dieses Video hier unten nochmal an. Und wenn ihr sagt, super Inhalt, ich habe viel gelernt heute, dann sagt mir einfach Danke, indem ihr hier ein kleines Abo dalasst. Tut euch nicht weh und mir tut's gut. Also wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dann und tschüss.